Minecraft. Ja, hier ist das erste Update-Video von unserem Minecraft-Let's-Player und inzwischen auch Freunde-Server. Und wir befinden uns hier direkt am Spawn. Jede Himmelsrichtung hat eine andere Farbe, also Rot, Norden. Dann geht es halt weiter mit Süden, Osten, Westen, halt Blau, Grün und Gelb. Und ja, wir haben das Stargate-Add-on und werden jetzt einfach mal so quer durch die Welt einmal reisen. Und zwar erst durch die Public Gates, wo es derzeit nur die Spawnbar gibt. Und dann wollen wir mal springen. Klick, klick. Und dann öffnet sich ein Nether-Portal, wo wir durchgehen können und in unserer kleinen Bar uns befinden. Ja, mein Video leckt wahrscheinlich ein wenig, weil ich noch andere Sachen im Hintergrund laufen hatte. Und ja, hier haben wir unsere selbst ausfahrbaren Tische, die wir hier sehen. Und es regnet. Da werde ich mal eben kurz den Regen ausstellen. Lalala. So. Und ja, dann dürft ihr jetzt auch gleich... Oh, da ist es schon. Und aus ist der Regen. Hier gibt es auch umsonst Bacon, so viel wie man fressen kann. Also einfach draufdrücken und zack, da hat man ein kleines Stück Bacon. Da muss ich erstmal die Sicht anstellen. So. Und ja, wir gehen wieder zurück zum Spawn, weil mehr gibt es hier nicht wirklich. Hier ist einfach nur so ein kleiner Treff. So, auf der anderen Seite hätten wir dann die Let's Plays. Da haben wir gerade Nemesis LP. Sein Channel wird unten auch gleich verlinkt sein. Super LPs macht er. Ich glaube aber, sie haben noch nicht angefangen. Und ja, hier ist es auch noch recht normal. Also wie ich, ja, vermutet habe, hier gibt es noch nichts. Hier hat irgendjemand mit TNT gespielt. Okay. Hier liegen noch die ganzen Blöcke rum. Und ich guck mal kurz hier so rüber. Ne, sieht so aus, als ob sie noch nicht angefangen haben, an ihrem Let's Play zu drehen. Aber naja, gucken, was da kommt. Ich werde auch wahrscheinlich ein Let's Play anfangen, Minecraft. Ob ich das hier auf dem Server mache oder nicht, das ist jetzt noch die Frage. Oder ob ich was ganz Besonderes mache. Mal abwarten. Ups, da werfe ich ein Stück Dirt. Naja, so, dann gehen wir weiter in den blauen Bereich. Und hier haben wir das Tor von dem Nico oder... Black Lord Nikon heißt er auf dem Server und er hat bis jetzt, glaube ich, am meisten gebaut von allen. Zumindest was. Upsala, falle ich doch glatt runter. Kuchen. Nom 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 nom. So, erstmal Kuchen gefuttert und ja, dann gucken wir uns das hier ganz mal an. Ich habe mir die Schaltung gemacht, dass die Brücke hier so aufploppt, sobald man drückt. Mit der Kamera kann man so schlecht die Knöpfe drücken. So, und ja... Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oben sein Portal und da hat er halt dort zwei Eingänge in seine Höhle rein. Wo er dann halt, hier unten ist noch so ein kleiner Mob-Grinder oder Mob-Falle halt. Wo er dann halt sich noch so ein paar Ressourcen holen kann. Dann gehen wir hier mal wieder rüber. So, und dann ploppt die auf für ein paar Sekunden und verschwindet wieder. Und ja, hier ist dann seine Höhle. Da hat er so noch nicht viel gemacht. Da ist ein bisschen Kohle, 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 Kohle. Oh ja. Ich mag Kohle. So, dann gehen wir hier mal runter. Hier unten dürfte, glaube ich, sein... Ja, genau. Hier kommen halt dann die Items an, die gekillt werden. Und dann gehen wir mal hoch und... Und ja, dann gehen wir weiter. Und hier hat er dann so einen kleinen Hauptschalter, womit er die Brücke dauerhaft anmachen kann und ausmachen kann. Das ist dann ja ganz praktisch, wenn er Besuch kriegt. Und ja, ich glaube, das war's soweit von ihm hier auch. Dann wollen wir mal wieder... nach oben gehen. Oh Gott, das mit der Kamera, da muss ich mir echt was überlegen, ob ich die Kamera weiter nutze. Ich habe die Smooth Camera Moving an. Es ist ganz praktisch für kleine Filmchen drehen, aber wenn ich das jetzt hier so mache, ob das dann so toll ist, dann ja. Und ab zum Spawn. So, wo gehen wir denn mal weiter? Ich glaube, wir gehen mal in den roten Bereich. Hier haben wir nämlich schon zwei Portale stehen. Und zwar einmal von Wavetime Inc. Ihr Channel wird auch unten verlinkt, da spielen gerade der Tope und die Mew, seine Schwester, spielen hier gerade drauf und eine Freundin, die, ich weiß gerade gar nicht, wie sie, ich glaube Funny irgendwas hieß sie auf dem Server und ja, hier haben wir unseren kleinen Blitzableiter dort links im Bild, kann ich auch einmal so gleich besser zeigen, ich habe hier so ein paar Chunk Errors gerade so, da ist unser Blitzableiter, der leitet im Umkreis von 1000 Blöcken alle Blitze an seine Spitze oben und versorgt später unsere Städte mit Strom. Und hier ist dann so ein kleiner und da oben ist oh Gott. Okay, da oben ist dann... Ich habe Wasser geschluckt. Da oben ist dann
die kleine Butze von Mew und Taube und ja, meine Tischidee geklaut, die Säcke. Und ja, mal gucken, was hier so ist. Ja, einfach nur halt zwei so kleine Zimmer. Und Kuchen, 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 Kuchen. Ich kann gerade keinen Kuchen essen. Und dann gehen wir mal wieder zurück zum Spawn. Ich habe keinen Bock zum Portal zu rennen. Und so, rote Bereich haben wir noch ein Portal. Und zwar das Steam Network, wo es derzeit noch keine Portale gibt. Die kommen nächste Woche. Das ist mein Network. Und dann gehen wir weiter in unsere erste Userstadt. Direkt vom Spawn aus gehen wir ins Steam Town. Und ja, der Name wird noch umbenannt, weil Steamtown entsteht inzwischen woanders, was ich so noch nicht zeigen möchte. Das wird dann halt erst, sobald das Portal dorthin eingerichtet ist. Und ja, hier haben wir so einen kleinen netten Weg. Da hinten kommt schon das Rathaus. Hier links und rechts können dann User ihre Häuser bauen. Derzeit ist es noch leer, weil noch keiner dort gebaut hat. Ich werde das nochmal sagen, dass man da bauen kann. Sind noch ein paar schöne Plätze frei. Wir sind hier so mitten so von so ein paar Bergen. Da geht's zum Spawn. Da ist unser Blitzableiter. Und ja, dann gehen wir mal ab ins Rathaus. Schleichen ein wenig, damit das hier alles so ein bisschen smoother ist. Hier kann man dann halt mit dem Bürgermeister reden, der noch gewotet werden muss. Also wir haben noch keinen. Und wer hat das Ding zugemacht? Eigentlich sollte das offen sein. Ja, machen wir mal eben offen. Dann geht auch der private Bereich des Bürgermeisters auf. Und wer hat da die Treppe wieder hochgeschoben, ohne vorher aufzumachen? Den Sack haue ich. Mache ich später heile. So, hier unten ist dann halt so eine kleine Küche und ein Bett. Und hier geht's weiter in die Hundehalle, wo gerade eigentlich Red und Blue sitzen sollten, die sich aber anscheinend verpieselt haben mal wieder. Ich wette, irgendjemand hat die nicht gefüttert und dann sind sie abgehauen. Und ja, dann rennen wir jetzt mal nochmal hier so lang. Hier haben wir nämlich so eine kleine Brücke noch gemacht, wo wir dann so nach und nach irgendwie die weiterbauen. Und da müssen wir noch gucken, was wir da machen. Hier geht es nämlich dann, wo wir vorhin schon waren, am Blitzableiter vorbei. Und das war es eigentlich auch schon soweit auf dem Server. Wenn ihr Lust habt, mitmachen zu wollen, dann schickt mir eine PN, wenn ihr Let's Player seid. Wenn ihr User seid, tut mir leid, sind gerade keine normalen Userplätze mehr frei, nur noch Let's Player erstmal. Und ja, wir chillen uns jetzt so zum guter Schluss einfach in unsere nette Bar und genießen dort den Ausblick auf unseren, na, gehst du wohl an, auf unseren Spawn. Und erstmal hier so hüpf drüber, erstmal alles generieren lassen, wegen dem Teleport, so lalalala. Und da ist unser kleiner Spawn-Bereich und ich sag danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.